Ich grüße euch. In diesem Video werden wir die meiner Meinung nach besten Raketensortimente, die ihr ja im Discounter-Supermarkt erwerben könnt, durchgehen, meiner Meinung nach. Raketen, ich denke, sind für die meisten was echt Feines und abseits vom Fachhandel, wie gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit, auf den Fachhandel zurückzugreifen. Und ich denke, auch die, die beim Fachhändler Raketen einkaufen für einen hohen Preis, haben auch Bock, im Discounter ein Raketensortiment zu kaufen, einfach um das zu testen und vielleicht zu staunen, weil es doch gar nicht so schlecht ist. Ihr werdet zwar keine Videos sehen, aber ihr werdet eine Beschreibung von mir hören und demnach könnt ihr die Videos dann ja auch auf anderen YouTube-Kanälen anschauen. Und genau, wir fangen einfach mal an mit dem letzten Platz. Genau, Arena of Rockets ist ein Standardsortiment aus dem Lidl. 20 Euro, 20 Raketen, also aufgerundet 20 Euro. Ihr habt vier große Raketen mit Shells integriert. Der Rest ist mit Bombetten bestückt, bedeutet keine große Ausbreitung, kein lauter Knall. Ja, im Gegenteil, schaut es mit den Shell-Raketen aus. Sehr dumpfer, lauter Knall, sehr große Ausbreitung. Ja, fettes Bouquet im Endeffekt und natürlich demzufolge leider oder auch nicht, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmungssache, Raketen, die tatsächlich sehr tief fliegen. Also die explodieren schon, also nicht keine 90, keine 80 Meter gefühlt, nach 10, 20 Meter explodieren die im Himmel und kann jeder jetzt drehen und wenden, wie er will. Mir gefällt es ganz gut, geile Raketen. Also die Qualität der Raketen sind sehr, sehr gut, aber ganz ehrlich, der Effekt der Bombettenraketen gefällt mir einfach nicht. Ja, das ist mir einfach viel zu mau. Dennoch ist das jedes Jahr bei mir dabei, wenn es geht. So, wir gehen weiter. Ja, Metal Rockets Reloaded. Ja, ihr habt 33 Raketen für 30 Euro. Davon habt ihr 6 Kugelkopfraketen. Also diese Kugelkopfraketen, ich sag's euch, sind wahnsinnig geil. Ja, sonst sind es alles Zerlegerraketen, außer die ihr ganz unten seht. Meiner Wahrnehmung nach waren das Schüttraketen, bin mir aber nicht mehr sicher. Könnte auch sein, dass das tatsächlich Effektraketen sind, ja, beziehungsweise Zerleger. Aber an sich, ich hatte das Raketensortiment einmal und es hat mich nicht enttäuscht. Ihr habt wirklich saumäßig viel Raketen, 33 Stück, und die lohnen sich, ja. Also ich war vollend zufrieden mit dem Sortiment und nochmal 33 Raketen für 30 Euro, ja. Und eine wirklich schöne, schöne Mischung. Deshalb habe ich es auf die Liste getan. Genau, wer hätte es gedacht? Fire of Fantasy, Lidl, kostet 7,77, ist von Vekofeuerwerk. Ich finde es insofern ganz toll, die Raketen. Erstens sind alle Zerlegerraketen, dann habt ihr da noch ein paar Knallartikel dabei, sowie Leuchtfeuerwerk. Ja. Die Raketen haben mich wirklich... Also wirklich jeder einzelne hat mich begeistert. Der Knall war schön laut, der Effekt war schön breit, ja, und absolut nicht so wenig wie beispielsweise bei den Bombettenraketen. Da ist der Aufstieg zwar nicht so schön, dafür ist wie gesagt das Bouquet wirklich sehr, sehr schön, prachtvoll und für den Preis einfach unschlagbar, ja. Ihr habt 7 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, ihr habt 7 Raketen. Und dann noch etwas Zubehör für 7,77 lohnt sich. Aber ich habe tatsächlich eine bessere Alternative gefunden. Genau. Und zwar bei Norma. Wer hätte es gedacht? Genau die. Ja, Ultimate Mix. Sogar etwas günstiger. 77 Cent günstiger. 7 Euro bzw. 78 Cent günstiger. 6,99. Ihr habt dort eine Rakete mehr. 8 Raketen. Habt Knallartikel zusätzlich und Leuchtfeuerwerk. Ja, was soll ich dazu sagen? Also diese Raketen sind meiner Meinung nach sogar noch etwas besser als die Veko-Raketen, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, der Knall, der Effekt, stimmt einfach alles. Und für mich etwas größer vom Umfang, etwas größer von der Wucht her. Deshalb würde ich dieses Raketensortiment auf jeden Fall vorziehen. Nicht nur, weil es insgesamt stärkere Raketen beinhaltet, nein, sondern weil ihr insgesamt sogar noch eine Rakete mehr drin habt, wenn wir uns das ja mit den anderen Fire Fantasy jetzt vergleichen. Also Ultimate Mix, klarer kaufen. Die Goldraketen von Veko bekommt ihr beim Lidl für 8,99 6 Stück.
Ich habe es euch ja schon mal gesagt in einem Video, das sind für mich Nischenraketen. Ja, da könnte man Funke draufschreiben, man würde es glauben. Also das sind wirklich unglaublich schöne Goldraketen. Wenn ihr die Raketen anzündet, ja, werdet ihr nicht nur einen schönen Aufstieg sehen, sondern eine unglaublich schöne Bouquet-Ausweitung. Ja, in der Hinsicht, dass der Knall ordentlich laut ist und die Ausbreitung wirklich wahnsinnig breit ausfällt. Also den ganzen Himmel durchleuchtet. Ja, also anders kann man es gar nicht mehr sagen. Also wirklich extrem, extrem, extrem schöne Raketen mit der Maximal-NEM. Und wenn ihr ohnehin auf Goldeffekte steht, dann sind das eure Raketen. Was Besseres werdet ihr kaum finden. Im Discounter-Supermarktbereich sowieso nicht, also im Massenmarktbereich und selbst im Fachhändlerbereich werdet ihr da euch schwer tun, ansatzweise etwas zu finden, ja, was vor allem auch dem Preis entspricht, ja, von der Qualität her. Also wirklich 1-1-A muss man getestet haben. So, wir gehen weiter mit den Rocket Rally Sortiment, 20 Euro und jetzt kommt's, 25 Raketen, ja. Also nochmal, 25 Raketen, 20 Euro. Das ist für mich einer der besten Raketensortimente, die ihr überhaupt kaufen könnt, ja, im Massenmarktbereich. Ihr habt wirklich von vorne bis hinten nur Zerlegerraketen, die Wing Rockets, die sind wirklich der absolute Wahnsinn, ja. Also wirklich extrem starke Ausbreitung, lauter Knall, wirklich lauter Knall bei den Teilen. Und ja, auch der Effekt ist einzigartig, weil es eben eine Shell ist. Also es ist im Endeffekt eine Shell-Rakete, ja. Und das merkt man einfach vom Effektumfang her. Es bildet im Himmel einen anderen, ich nenne es einzigartigen Effekt, als beispielsweise die anderen Raketen, die ihr auf dem Massenmarkt bekommt, der Schrägschicht Discounter Supermarkt. Und das hebt nicht nur die Ringraketen ab, sondern auch die ganzen anderen Raketen, die im Sortiment enthalten sind. Wenn man jetzt auf den Preis schaut und man weiß, alle sind Effektraketen, beziehungsweise alle sind Zerlegerraketen. Also klare, klare Kaufempfehlung. 25 Stück, 20 Euro, meine Lieben, ja. Ihr müsst eins wissen, ich habe das mehrmals gekauft, das Sortiment. Die Burst-Raketen, die ganz, ganz kleinen, sind für mich persönlich, ja, effektstärker und insgesamt besser als die Raketen, als die Veko-Raketen, die eine Bombette integriert haben, ja. Wie ich zuvor erwähnt habe, ist tatsächlich für mich so und deshalb ist das Set ist für mich wirklich eine klare, klare, klare Kaufempfehlung. Damit macht ihr nicht nur was falsch, ihr werdet höchstwahrscheinlich davon fasziniert sein, ja. Wirklich klare Kaufempfehlung. So, wir gehen auf Platz 1, wir kommen auf Platz 1 für mich. Es ist für mich tatsächlich das beste Raketensortiment, das ihr erwerben könnt, ja, im Massenmarkt. Ihr habt nicht nur, übrigens, ich konnte mich schwer entscheiden zwischen Bang und Scream und eben Rocket Rally, weil es zwei sehr unterschiedliche Raketensortimente sind, ja. Aber was macht dieses Sortiment jetzt so besonders? Ihr habt nicht nur wirklich unglaublich schöne Bouquets am Himmel, ja, laute Raketen und vor allem auch effektstarke Raketen, in dem Sinne, ihr habt eine starke, breite Ausbreitung. Nein, ihr habt auch einzigartige Effekte. Ganz unten seht ihr 5 Raketen, ja, die pfeifen, also die haben da so einen wirklich prägnanten Pfeifaufstieg und explodieren dann im Himmel, ja, und flimmern dann so nach. Wunderschön, ich sag's euch, ja. Die ganz oben, also die dicken Raketen, die ihr seht, die pfeifen nicht, dafür zerlegen sie noch etwas wuchtvoller. Und wie gesagt, das Flimmern, ja, also die ganzen Bouquets an sich sind unglaublich schön. Und wie gesagt, ihr werdet euch wirklich sehr schwer haben, ein noch schöneres, besseres Raketensortiment zu finden, ja, als dieses. Unglaublich schön. Aber jetzt fragen sich natürlich die meisten von euch, ja, was kostet denn eigentlich der Spaß, wenn es so toll und so schön ist, ja? Genau, und das werde ich euch jetzt natürlich auch sagen. Für 11 Raketen bezahlt ihr 14 Euro, ja? Ist etwas teurer als jetzt die ganzen anderen Sortimente, aber ich würde sagen, es lohnt sich. Aber wenn ihr wirklich darauf Wert legt, einfach an sich schöne, starke Raketen zu kaufen mit einem sauguten Preis-Leistungs-Verhältnis, dann kommt ihr alle nicht am Rocket Rally Sortiment vorbei oder auch am Ultimate Mix. Ja? Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sogar die beiden Sortimente für mich etwas besser als dieses. Das Raketensortiment ist wirklich für die
für die Genießer, für die, die Qualität haben wollen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, auch vom Preis her darf man natürlich alles nicht verachten. Was sind eure Favoriten? Gerne könnt ihr dies in die Kommentare schreiben. Und Leute, in 11 Tagen findet der große Feuerwerksverkauf statt und in 13 Tagen ist Silvester. In 13 Tagen, ja. Seit über 2 Jahren haben wir auf diesen Moment gewartet und dieser Moment wird in 11 Tagen stattfinden. Und in 13 Tagen können wir diesen Moment vollends mit Leidenschaft, mit Freude und mit Faszination ausleben in endlich wieder einer Gemeinschaft. Ich freue mich. Und zwar richtig, meine Lieben. Ja, euer Pyroadler 98.